Selzer TV wird präsentiert von Niggemeier Treffpunkt Küche, Westenergie, Provinzial Witulski, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heder Center, Moltec, der Dachdeckerei Dennis Eickel und der Stadt Salzkotten. Heute stellen wir Ihnen ein weiteres Ehrenamt vor. Die Lesepaten an der Liborius-Grundschule in Salzkotten. Aber zuerst wurden wir von den Kindern der Klasse 4 in den Morgenstuhlkreis aufgenommen. Singen, das macht uns viel Spaß. Gerne lachen, singen, wir geben richtig Gas. Liborius, Liborius, Liborius sind wir. Zusammen, zusammen, zusammen stehen wir hier. Unsere Schule ist der Hit. Alle Kinder machen mit. Bereits seit 10 Jahren sind die ehrenamtlichen Lesepaten an der Grundschule aktiv. Warum dieses Projekt so wichtig ist, erklärt Liane Klingel, die verantwortliche Lehrerin. Ja, der Initiator war die Caritas und da Frau Breische, die hat das so ein bisschen ins Leben gerufen. Und man hat ja in den letzten Jahren immer gehört, dass halt die Lesekompetenz der Kinder abnimmt, also dass sie nicht mehr so gut lesen können. Und dann ist die Idee zu diesem Projekt entstanden und genau, die Lesepaten kommen halt einmal pro Woche, manche kommen auch zweimal pro Woche hierher und nehmen sich dann wirklich für ein Kind Zeit, eine Stunde, eine Schulstunde und üben dann mit den Kindern das laute Lesen. Mhm. Heutzutage ist es ja auch so, dass in den Familien oft gar nicht mehr die Zeit ist und auch in der Schule vormittags hat man halt nicht die Möglichkeit, mit einem Kind jetzt so lange laut zu lesen. Und von daher ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Merkt man denn durch diese Lese- und Schreibübungen auch sofort Verbesserungen bei den Kindern? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke, dass die Kinder, die mit den Lesepaten arbeiten, immer sehr gern zu den Lesepaten gehen. Also die sind motiviert, weil wie gesagt, die haben dann halt Zeit. Also es hat jemand für sie nur Zeit und ja, auf jeden Fall merkt man dann eine Verbesserung, wenn die ja vielleicht ein Schuljahr miteinander gelesen haben. Und ich erzähle immer so gern eine Geschichte von einer Lesepatin, die auch schon sehr lange bei uns ist. Die hat mal erzählt, dass ein Kind dann auch so ein Liesmalheft durchgearbeitet hat mit dem Kind. Und als so zu den letzten Seiten kam, hat das Kind dann gesagt, kommst du dann nicht mehr, wenn wir jetzt mit dem Heft fertig sind? Und war schon ganz verzweifelt, aber sie hat es dann getröstet und gesagt, nein, ich komme natürlich noch. Und da war die Freude groß. Jutta Schnieders ist seit Beginn vor 10 Jahren bei den Lesepaten dabei und erzählt uns, wie einfach man zu den Lesepaten kommt. Ich bin angesprochen worden, ob ich das mal übernehmen würde. Und hat Ihnen gefallen? Und mit den Kindern zu arbeiten, macht sehr viel Spaß. Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, warum wird man Lesepaten? Was ist das Schöne dabei? Also, dass man sieht, dass die Kinder auch Fortschritte machen dann beim Lesen und also, es macht einfach Spaß. Ist das immer so, dass die Kinder Fortschritte machen oder denkt man manchmal auch, meine Güte, und braucht einen ganz schön langen Atem, bis mal was kommt? Ja, also bei manchen ist es schon schwierig, ja. Hat man immer ein Kind, was man betreut oder wechselt das immer? Also jahrelang hatte ich ein Kind, jetzt habe ich Woche für Woche ein anderes Kind. Weil in der Klasse eben so viel Bedarf ist, dass dann die Lehrerin sagte, ob man dann auch mal wechseln könnte. Wie wichtig ist denn der Austausch der Ehrenamtlichen, gerade bei diesen Arbeiten, wo man eigentlich auf sich selbst gestellt ist? Wir haben einen guten Kontakt mit den Lehrern, auch zum Klassenlehrer besonders, muss ja sagen, wir müssen ja wissen, was die Kinder besonders brauchen, wie der Stand des Kindes ist, wo wir ansetzen dürfen. Von daher ist der Kontakt zu den Lehrern, Klassenlehrer, sehr, sehr gut und wir tauschen uns aus. Wir haben sogar Handynummern ausgetauscht, wenn irgendwas Besonderes ist, dass wir dann auch außerhalb des Unterrichts mal eben kurz miteinander sprechen können. Das ist sehr, sehr gut. Ja, ich habe 2, 3 Kinder gehabt, wo ich wirklich Beziehungen zu aufgebaut habe, mit denen ich zum Optiker gefahren bin, weil die Brille nicht mehr richtig saß und solche Sachen. Und wie ist das dann, wenn die Kinder dann diese Schule verlassen? Doch. Mit Umarmung und doch ein bisschen Schluchzen bei dabei. Und bei das Kind, wo ich auch die emotionale Bindung ein bisschen aufgebaut habe, habe ich auch später an der Gesamtschule mal getroffen. Und sie hat mir dann erzählt, wie gut es ihr geht. Und ich merkte auch an der Sprache, dass es was gebracht hat.
Aber es ist ja nicht nur dieses Vorlesen, es ist ja auch wirklich die Arbeit mit den Kindern, die hier gemacht wird, ne? Das reine Vorlesen, wie eine Oma das vielleicht zu Hause macht, ist hier nicht immer der Fall. Da ist wirklich dann diese Liesmalheftchen, wo man auch so ein bisschen pädagogisch vorgehen darf. Was bringt Ihnen das, wenn Sie hier sind und mit den Kindern üben und lesen? Also man sieht ja, dass die Kinder, also sie haben nicht immer Lust, muss man sagen. Es kommt auch immer darauf an, welche Stunde gerade läuft und ob sie da auch Spaß dran haben. Aber es ist eigentlich doch sehr schön, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Und das freut einen, wenn man denen dann helfen kann. Zum Schluss erzählt mir Miron noch, dass sein Lieblingsfach in der Schule Sachkunde ist und er Lehrer werden möchte, wenn er groß ist. Aber im Moment steht Spielen mit Lego und seinen Freunden nachmittags noch an erster Stelle. Selzer TV wird präsentiert von Condor, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, Rewe, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten.